begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Seelenpartnerlesung. Wir schauen uns heute wieder die weibliche Seite an. Und ich ziehe erstmal wie immer die Hauptenergie der Legung aus dem Tarot. Und da haben wir gleich beide Energien. Wir haben ja immer einmal die Hauptenergie und die, die dazukommt. Wir haben einmal den Ritter der Kelche und einmal die Gerechtigkeit. Da werde ich gleich mehr zu sagen und wie immer näher drauf eingehen. Aber jetzt sage ich erstmal auch wie immer was zur Legung. Um diese Karten drumherum lege ich ein bestimmtes Legesystem, das deine Energien bzw. emotionalen Dynamiken, wenn du hier mit in Resonanz gehst, dir nochmal deutlich transparenter macht und du da einfach mal schauen kannst, was sich aufgrund dessen bei dir so alles entwickelt und entfaltet. Wichtig ist natürlich, dass du selber guckst, ist es deine Legung oder nicht. Das klappt am besten, wenn man innerlich etwas entspannt ist. Du kannst dich da innerlich in dir quasi zurücklehnen, in für dich angenehmen und entspannten Atemfluss kommen und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen. So, ich lege erst alles aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Danach kommen wir in die Deutung. Da kläre ich auch noch die ein oder andere Karte mit dem Lenormand. Und zum Abschluss ziehe ich noch eine Karte für die Beziehungsenergie zwischen euch, die momentane. Auf diese Karte gehe ich in der weiterführenden Legung ein. In der weiterführenden Legung werde ich dann eine Seite für dich mit der das Bewusstsein prägenden, der emotionalen und der Heilungsebene legen. Das Ganze für dein Gegenüber, werde schauen, wie entwickelt sich die Beziehungsenergie potenziell weiter und eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. Der Link ist in der Infobox, da findest du auch den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen. Du findest auch alle Decks, die ich hier benutze, aufgelistet und noch einiges mehr. Guck da einfach gerne mal rein, aber jetzt soll es mit der Legung losgehen. Der Ritter der Kelche steht für die klaren, echten und authentischen Gefühle und die Gerechtigkeit für etwas, was in die Waagschalen, die wieder in die Waage gebracht werden, eine Situation, die gerade gezogen wird, kann auch mal eine Entscheidung mit einhergehen und auch noch vieles andere, wir werden sehen. Dann haben wir den momentan akutesten Prozess oder akuten Prozess mit dem Buben der Schwerter. Der Bube der Schwerter für sich die Dinge etwas auf der reflexiven Ebene angucken, also etwas aus der Distanz angucken, kann auch mal für Lernen stehen. Auf der Position, welcher Prozess klingt so langsam ab, da haben wir die Achterkelche, das Verlassen einer Situation quasi, die nicht mehr erfüllend ist und das Hinwenden zu dem, was einen jetzt erfüllt. Der Prozess, der immer stärker wird und auch irgendwann seinen Höhepunkt kriegt, da haben wir die Liebenden für die Liebenden oder aber auch für eine Entscheidung, die man quasi aus dem vollen Sein raus trifft. Die das Bewusstsein prägende Ebene, da haben wir die zwei der Stäbe für das Zwischenstehen zwischen zwei Möglichkeiten oder mehreren Möglichkeiten, vielleicht auch schon wissen, wo man sich hingezogen fühlt, aber eben noch nicht in die Ausrichtung gegangen sein, noch keinen Schritt in die Richtung gemacht haben. Die neun der Stäbe auf der emotionalen Ebene, da haben wir eine Hab-Acht-Stellung. Die Heilungsebene, da haben wir die zwei der Münzen. Unterschiedliche Welten, die im Laufe der Zeit miteinander integriert werden wollen und nicht Ewigkeiten nebeneinander koexistieren können. Und dann haben wir die potenzielle Weiterentwicklung mit der Hohepriesterin. Die Hohepriesterin für eine gute Anbindung ans Seelische, ans Intuitive und noch einiges mehr. Da kann immer einiges hinterstecken, auch Dualitäten oder die Dinge auch ein bisschen differenziert sehen können. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir erstmal in die Hauptenergie, der Ritter der Kelche und die Gerechtigkeit. Ich spüre mich rein und du, wenn du es noch nicht getan hast, guckst auch, dass du dich entspannt in dir zurücklehnst. Den Ritter der Kelche nehme ich irgendwie aktiv wahr. Ich habe hier keinen, der in der Warteposition ist.
kein Ritter der Kelche in der Warteposition oder irgendwie wir gucken mal und so ein bisschen das weibliche Prinzip mit drin, der Passivität, des Aufnehmens und tralala, sondern wir haben hier eher das männliche Prinzip mit drin. Aktivität, die Dinge in die Hand nehmen, Macher. So, der Ritter der Kelche, der geht eher nach vorne. Ich ziehe auch gleich nochmal zwei Lenormand-Karten dazu, aber ich gucke mal in die Gerechtigkeit. Und damit kommt was massiv in die Waage. Da stellst du irgendein Gleichgewicht mit her. Wo du auch denkst, na endlich, endlich geht das. Hat mich ständig genervt. Habe ich vielleicht auch nicht immer so wahrgenommen. Es laufen ja auch viele Dinge immer mal unbewusst. Dann kommt es wieder ins Bewusstsein. Wir denken uns, ach du liebe Güte, es ist nervig. Aber man ist irgendwie noch nicht an dem Punkt, dass man so ein Ding jetzt zu Ende klären kann. Und hier habe ich das Gefühl, es ist so dieser innere, boah, wie geil. Ich habe es geschafft. Ich gucke mal. Wir haben den Sarg. Tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefer Wandel. Und die Frau. Wird höchstwahrscheinlich deine Energie sein. Ich spüre aber trotzdem noch mal rein, kann theoretisch für alles Mögliche stehen. Also für auch mal für ein anderes Geschlecht oder für einen anderen Menschen auch. Moment. Mit dem Sarg bringst du die Dinge für dich in den Abschluss, den du gerne haben möchtest. Und du bist total in dir gesettelt. Also ist deine Energie, ich nämlich sehr in dir gesettelt war. Ist auch wie du guckst nochmal auf diesen Prozess, der hier für dich einen guten Abschluss findet und du erkennst auch, dass das eben nicht so einfach war und dass das etwas war, was seine Zeit auch gebraucht hat. Und dass diese Zeit wichtig war, aber wie es dann so ist, ne, man freut sich auch, wenn es vorbei ist. So, wir gucken in den momentan akuten Prozess mit dem Buben der Schwerter. Ich spüre mich mal rein. Ist eine gewisse Nüchternheit, die dir gut tut. Es ist so aus was Schwerem rauskommen und mit diesem, ich habe ja gesagt, bei der zur Grundbedeutung der Karte, das geht darum, die Dinge auch ein bisschen aus der Distanz anzugucken und ein bisschen in den Blick von außen auf etwas drauf haben. Und hier haben wir den Buben der Schwerter, der eine angenehme Nüchternheit hat und raus aus einer Schwere ist. Das ist auch hier wieder das Gefühl, ein raus aus einer gewissen Schwere und eine Entidentifikation von etwas, ein Entkoppeln von einer emotionalen Verbindung zu irgendetwas. Das ist jetzt auf gar keinen Fall pauschal dein Gegenüber oder pauschal ein anderer Mensch. Das ist irgendein emotionaler Knoten, aus dem du deine Gefühle entkoppelst. Du warst damit identifiziert. Das ist emotional identifiziert, ist immer das Gefühl, man ist damit total verbunden. In schönen Dingen ist es natürlich schön, in nicht so schönen Dingen ist es sehr unangenehm. Es ist immer so die Frage, wie komme ich denn da jetzt von weg? Und hier ist dieses, und ich habe mich entkoppelt. Ich habe mich entidentifiziert von etwas und es ist nicht mehr gefühlsmäßig ein Teil von mir. Und das tut dir gut. Das tut dir sehr gut. Ich lasse es auch so stehen, da ziehe ich jetzt mal nicht zu. Dann haben wir die Acht der Kelche auf der Position. Welcher Prozess klingt so langsam ab? Die
Die Achterkelche ist für mich ein, ich hänge zwischen den Welten rum. Ich bin nicht mehr da, wo es jetzt ganz schlimm war, aber also bei meiner potenziellen Sonne auch noch nicht. Es ist ein, ich hänge irgendwie dazwischen, ich gehe meine Wege, es ist total nervig, es ist mal besser, es ist mal schlechter, aber es ist dieses Unbefriedigende noch nicht in seinem Prozess an dem Ziel sein. Ne? Können wir alle ein Lied von singen, nehme ich mal an. Alle, die hier zugucken, werden schon ordentlich in ihren Prozessen sein und diese Situation kennen. Umso schöner ist, wenn sich das dann auflöst. Wir haben hier das Schiff für ein Weiterziehen oder auch für Sehnsucht. Und dann haben wir die Brücken. So, warte mal. Ja, es ist wie dieses Schiff hat lange irgendwie, es ist irgendwie, das hängt ja hier in der Luft, ne? Und vor meinem inneren Auge hängt es auch in der Luft. Das hat lange in der Luft gehangen und dann war hier eine Möglichkeit, doch eine Brücke zu irgendwas zu finden, dass dieses Schiff nicht mehr in der Luft hängt. Ne? Und deswegen ist dieser Prozess auch am Abklingen, weil das mal sich so angefühlt hat, aber es ist jetzt nicht mehr so. Es ist nicht mehr, dass man in der Luft hängt, sondern, oh, jetzt habe ich es verstanden, ne, die Brücke. Es ist so, vor meinem inneren Auge oder vom Gefühl her ist es total erleichternd, endlich diesen Weg da rausgefunden zu haben und für sich da den Anker woanders ja, werfen, schlagen, setzen, ne, zu können. Jetzt kommen wir zum Prozess, der immer stärker in dein Feld reinzieht, beziehungsweise bei dir immer stärker wird. Die Liebenden. Die Liebenden. Ist für mich, hat das definitiv was mit der Partnerschaft zu tun. Oder auch der Wunschpartnerschaft, also ne, you know what I mean. Und hier nehme ich auch dieses Entzerrte wahr. Mit den Liebenden ist dieses Entzerrte. Wer bist du, wer bin ich? Ich fühle es jetzt übrigens. Und das heißt nicht, dass man das jetzt vorher gar nicht gefühlt hat. Ne? Ich sage es immer wieder dazu, weil das manchmal sehr schwarz-weiß klingt, wenn ich das so sage. Und das aber nicht so gemeint ist, sondern wir haben unterschiedliche Aspekte. Und wir haben hier ein Aspekte-Set liegen, ne? Das eben dann noch eine Schwierigkeit hatte. Wir haben einmal das Labyrinth für den Weg gehen, den man gehen muss, um zum Ziel zu kommen. Und die Störche für die positiven Veränderungen. Kleinen Moment. Ja, es ist wie irgendwie, also für mich ist das Gefühl, dass man dieses Ziel so sehr irgendwie bei diesem Ziel angekommen ist. Auf diesem Weg, den man gegangen hat, ist man bei dem Ziel angekommen. Und dieses Ziel ist für mich hier diese Entkopplung von einer bestimmten Form des in die Beziehung gehens, die nicht gut getan hat. Und damit ist es, kommt auch ganz viel Gutes rein natürlich. Damit können sich die Dinge, entwickeln sich die Dinge von alleine in eine andere Richtung weiter. So, dann kommen wir zu der das Bewusstsein prägenden Ebene mit den zwei der Stäben. Die zwei der Stäbe. Fühlen sich für mich eigentlich ganz entspannt an. Und ich habe das Gefühl, die zwei der Stäbe wären irgendwie eher ein Stab. Also
so dieses das eine und das andere. Das ist total spannend, weil wir haben ja eigentlich eine Entzerrung. Also eigentlich gibt es diese zwei Stäbe im entspannten Zustand. Wir sind unterschiedlich, es gibt da Unterschiede. Es ist aus einer Verwobenheit heraus, wo man sich vielleicht auch symbiotisch irgendwie gefühlt hat. Und es gibt zwei. Aber durch diese Entzerrung auf dieser, und das ist aus meiner Haltung raus, ungesunden Ebene, kommen wir gesund in die Bindung. Das heißt, aus zwei Stäben kann gesund ein Stab entstehen, weil die Beziehung einfach auf einer ganz anderen Ebene fließt und man unterschiedlich, aber doch irgendwie eins ist. Wir haben hier die Fische für Gefühle, kann auch eine Person hinterstehen, die einem wichtig ist, und das Kreuz für den Seelenweg, den Schicksalsweg, den man so geht, oder aber auch mal Belastungen. Kleinen Moment. Die Fische sind deine Gefühle, die für mich hier auch in ihrer Ganzheit irgendwie sind, in ihrer aber auch integeren Ganzheit. Und man kann in der Ganzheit, die sich hier zeigt, in diesem Aspekt, den Weg auch ganz annehmen. Den Weg ganz annehmen, und es ist irgendwie eins mit seinem Weg. Und das habe ich ja gesagt, jeder Stock für sich ist hier, jeder Stab ist, ist in sich sehr integer, ist in einer gesunden Distanz, und in dieser gesunden Distanz kann man aber auch in eine gesunde Bindung gehen. Das ist immer ganz wichtig. Und das hier ist quasi ein vollkommener Stab. Ne? Die vollen Gefühle, das volle in mir stehen, mit dem vollen, voll mit dem Weg verbunden sein. Ich glaube, ich kann es nicht besser in Worte fassen. Ich hoffe, dass es so verständlich ist. So, dann haben wir die 9 der Stäbe auf der emotionalen Ebene. Eine Art Halb-Acht-Stellung. Die 9 der Stäbe. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was innerlich, hier kommt innerlich so viel Fülle rein, durch dieses, ich bin entzerrt, ich bin bei mir, ich fühle mich, dass ein Zaun, den man hochgezogen hat, dass der gar nicht mehr nötig ist. Der ist gar nicht mehr nötig. Das sagt jetzt das Gleiche nochmal, wie das, was ich eben schon gesagt habe. Jetzt kommen wir zu den 2 der Münzen auf der Heilungsebene. Ja, und die 2 der Münzen ist wieder spannend. Die 2 der Münzen können sich durch die gesunde Distanz in eine gesunde Bindung bewegen. Es gibt nicht mehr, hier ist was und ich muss damit jonglieren und sondern das wuscht irgendwie vor meinem inneren Auge auch, fügt sich zusammen zu einem. Und es gibt da eine gewisse Trennung auf einer gewissen Ebene nicht mehr. Wir haben eigentlich, ich muss noch mal dazu sagen, weil wir das auch wirklich auch in vielen Legungen immer wieder haben, und ich sage es noch mal, ein gesundes in die Distanz gehen schafft eine gesunde Bindung. Jetzt muss natürlich jeder für sich rausfinden, was ist denn jetzt gesund und was ist nicht gesund. Ich sage es auch dazu, das entspricht meiner Haltung, meiner Erfahrung. Das kann jemand anders auch anders sehen, aber ich sehe das so. Ne? Und du musst für dich gucken, passt es für dich oder passt es nicht, was ich hier sage. Aber das zeigt sich auch wirklich in vielen Legungen ja auch einfach wieder. Gut, wir haben jetzt hier das Buch für ein Kapitel, was geschlossen wird, eins, was geöffnet wird, oder auch Wissen mal oder
was Verborgenes, den Kopf, den Hund, den Fuchs, der mit Köpfchen vorgeht, mit Verstand vorgeht. Ich gucke mal. Man sieht das, was man vorher nicht gesehen hat. Und weil man das sieht, was man vorher nicht gesehen hat, nämlich, ich sag's jetzt mal, dieses gesund in Beziehung gehen, wo man sich einfach wohl fühlt und gut fühlt und ohne Fragen fühlt und ohne Reibung fühlt, ist das, was man vorher nicht gesehen hat. Und beziehungsweise ist das auch die Grundlage, die Dinge ganz anders sehen zu können. Mit dem Fuchs und dem Buch sieht man etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Es werden einem Dinge klar, die konnte man nicht sehen, weil man emotional anders aufgestellt war. So, die Hohepriesterin. Ja, mit der Hohepriesterin ist hier auch viel Integration. Wir haben hier auch Schwarz und Weiß in der Hohepriesterin mit drin, was im Großen und Ganzen für Dualitäten steht, die aber auch mal wichtig sind. Es geht darum, verschiedene Aspekte zu sehen einer Sache von der Grundbedeutung der Hohepriesterin her. Und hier ist es ein, man kann alles gut sehen, aber man kann dadurch auch alles gut miteinander verbinden. Und hier auch wieder sehr stark das Gefühl von dem Ritter der Kelche, dieses Aktive. Da ist ein aktives Element mit bei. Es kann gut sein, dass du mal, in einem Teil nicht präsent warst. Irgendwie nicht da warst, nicht greifbar für dich warst, der geschlafen hat und der wacht irgendwie auf. Und das ist für dich, glaube ich, das Wichtigste für die Heilung ist, dass dieser Teil irgendwie aufgewacht ist oder am Aufwachen ist und das bringt quasi den ganzen Rest an Entwicklung auch mit sich. Das zieht das alles gerade. So, die Energie zwischen euch, der Ritter der Schwerter, kann dafür stehen, vor einem Thema wegzurennen, der kann aber auch dafür stehen, genau zu wissen, was er will und sich dann eine gesunde Haltung drüber geformt zu haben und dann eben den Weg auch gehen, ohne das zu diskutieren. Werden wir in der weiterführenden Legung sehen. Jetzt freue ich mich erstmal sehr, dass du da warst. Hoffe, dass ich dir etwas helfen konnte. Freue mich natürlich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe. Freue mich, wenn wir uns gleich sehen. Der Link ist in der Infobox, hatte ich eben, glaube ich, schon gesagt. Aber ich weiß es nicht mehr, deswegen sage ich es nochmal. Also, ihr Lieben, bis gleich oder wie immer, bis hoffentlich bald.